Ich bin Genevieve, bin 27 Jahre alt, komme aus dem schönen Münsterland bzw. eigentlich aus Ostwestfalen und habe mir Münsterland als Wahlheimat ausgesucht und führe seit 2014 einen Mode- und Foodblog, Styling Kitchen. Mir ging es auch darum, dass ich nicht dieser typische Modeblogger sein möchte, der so diese High-Fashion-Fotos ablichtet, die eigentlich, sag ich mal, im Alltag nicht tragbar sind. Klar, jeder guckt sie sich gerne an, aber ob man das wirklich im Alltag umsetzen kann, ist dann eher schwierig. Also ich selber mag die Kombination von alt und neu, ne, dass man wirklich neue Kleidungsstücke kombiniert mit dem neuen Teil, was man vielleicht auf dem Second-Hand-Markt, sag ich mal, sich gerade neu gekauft hat oder was man ins Auge gefasst hat. Ich glaube, Second-Hand ist da eine schöne Alternative auch nochmal zu diesem ganzen Konsum, der momentan stattfindet. Dieses Vorurteil, was häufig bei Second-Hand ist, das ist, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr da, sondern es hat einfach, es ist ja gesellschaftsfähig und man und viele kaufen Second-Hand. Es ist Retro irgendwie, es sind Schnitte, die immer wieder auftauchen. Das ist für mich in Kombination Second-Hand mit Design. Wo die Mama sagt, das trage ich nicht mehr, das wollte ich eigentlich aussortieren. Und man schnappt es sich und ja, es kommt dann in den eigenen Kleiderschrank. Ich glaube, das ist nochmal das, was bei Second-Hand nochmal mehr die Freude ausmacht. Weil man genau weiß, ich habe total Glück, dass es genau das Teil ist und dann auch noch in meiner Größe und ja, dass ich es jetzt bekomme. Es freut einen ja auch, wenn man jetzt so ein Second-Hand-Teil trägt und dann fragt jemand, boah, wo hast du das denn her? Und dann sagst du, tja, Second-Hand, da kommst du nicht mehr dran.